Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video. Heute am Sonntag. Und ja, mir hat eine Kundschaft eigentlich da drauf gebracht auf das Video. Und zwar war die da und hat so Flaschen gebraucht und ich weiß jetzt gar nicht mehr was. Nur auf jeden Fall, sie hat mir erzählt, sie macht sich selber so eine Lampe und mit Flaschen. Und ich habe jetzt da so kleine Vasen, die jetzt eigentlich auch für so Lampen zum Umfunktionieren sind. Und wir haben ja diese Lichterketten mit dem Zapfen. Und die kann man jetzt da ganz schön in diese Lampen rein tun oder in diese Vasen. Und dann habe ich mir natürlich das abgeschaut. Wir haben natürlich schon Spaß gehabt, meine Kundschaft und ich, und haben wir dann schon gesagt, wie wir das jetzt machen können. Und ich bin natürlich auch immer wieder dankbar, wenn mir jemand auch was bringt. Also, und diese Zapfen passen eben jetzt wirklich super in die Flaschen rein. Und da habe ich jetzt einfach nur so eine Schnur dran gemacht und mir so Aufhängungen gemacht in verschiedenen Längen. Und ich habe jetzt da eben gelbe und weiße und auch nochmal verschiedene Strukturen. Also die sind jetzt ganz toll, wie die schön glitzern. Und dann dieses Matte und die gerillten. Dann habe ich mir noch so kleine Boho-Teile hergekriegt. Braucht man auch 4 Stück und ein bisschen Grün. Und da haben wir jetzt dann noch einen Ring gemacht. Das ist jetzt ein Jute-Ring. Ah ja, genau. Meine Kundschaft, die hat diesen Jute-Ring gekauft. Das war eigentlich der Anfang von der ganzen Sache. Und genau, und da habe ich mir jetzt so ein Jute-Band genommen. Also so wirklich was Festes, das jetzt auch stabil ist. Oben haben wir so einen Eisenring dran gemacht, dass man einen guten Aufhänger hat. Und ich habe das jetzt da so befestigt, tatsächlich mit einem Kabelbinder, damit das wirklich richtig fest ist, und habe die jetzt einfach dann nochmal so mit einem Band umwickelt, damit man eben das nicht so sieht. Und da mache ich mir jetzt da in verschiedenen Längen eben diese Flaschen dran. Schauen wir mal. Da muss man halt jetzt ein bisschen aufpassen, weil, also ich gehe jetzt davon aus, dass man das vielleicht draußen für die Terrasse hernimmt. Und wenn da der Wind geht, dann soll natürlich nicht die Flasche eine an die andere anstoßen können. Und darum muss man da jetzt ein bisschen aufpassen, damit die jetzt halt in der richtigen Höhe hängen. Ja, nebenbei nochmal verkaufsoffener Sonntag, nächste Woche, 30. April, unbedingt kommen. Ich habe es euch ja letzte Woche schon gesagt. Und ja, wir haben schon Mordsvorbereitungen gemacht. Wir hoffen auf schönes Wetter. Und wie ich schon gesagt habe, letzte Woche ein Kindergarten Neustift macht Kaffee, Kuchen. Ihr könnt euch freuen, das sind immer leckere
Sachen, wo die machen. Und es gibt ganz viel zum Sehen. Wir haben so viele Kunsthandwerker bei uns auf der Straße, die sich auch ganz viel Mühe gegeben haben. Und es wird bestimmt ein ganz schöner Sonntag. Und wir haben natürlich auch ganz was Schönes für euch vorbereitet. Und ich werde euch natürlich auch ein bisschen überraschen mit unserer Ausstellung. Die ihr schon Garten und ja, einfach schon Lust auf Meer und Wasser und Urlaub und ja, Urlaub zu Hause macht und eben einfach daheim schön machen. Und da haben wir jetzt wieder mit dabei und möchten wir euch inspirieren. Also, meine Lampe kriegt jetzt dann doch schon ein bisschen Form. Und ich mache jetzt da noch ein bisschen Grün obendrauf. Einfach weil ich es schöner finde, wenn da noch mal ein bisschen eine Farbe mit dabei ist. Und ich habe da so eine schöne, das sind so Eukalyptusblätter, die man jetzt da ein bisschen da dazwischen reinmachen kann. Und dann hat man da noch mal oben ein bisschen eine frische Farbe dabei. Kann man das jetzt ganz romantisch vorstellen. Und diese Lichterketten, die haben natürlich auch einen Timer. Die schalten sie nach 6 Stunden wieder aus und wieder von selber ein. Und dann hat man natürlich jeden Tag eine schöne Beleuchtung. Und das ist mit einer Batterie, also es ist jetzt nicht tragisch. Und ja, das kann dann ein ganz schöner, gemütlicher Abend sein, den man sich draußen jetzt schon auf der Terrasse machen kann. Oder natürlich, man kann das jetzt auch im Haus bei der Vorhangstange zum Beispiel dran machen oder in so einer Ecke hängen. Und einfach dann einmal so eine schöne indirekte Beleuchtung haben, die jetzt auch ein bisschen romantischer ist. Ja, das ist jetzt fertig. Ich kann es mir jetzt wirklich recht schön romantisch vorstellen und vielleicht schmückt das jetzt auch mal bei mir meine Terrasse sowas. Ich hoffe, ich habe euch inspirieren können und ein bisschen einen Glanz in Enkern Sonntag bringen können. Ich freue mich, wenn ich euch nächste Woche beim verkaufsoffenen Sonntag sehe. Ein Video gibt es natürlich nochmal. Und da haben wir auch eine ganz tolle Überraschung, da ist Michaela mit dabei. Und da haben wir uns auch ganz was Schönes einfallen lassen. Und das wird am Samstag dann schon ausgestrahlt, weil am Sonntag müssen wir ja arbeiten. Also, ich freue mich, pfiat euch und einen schönen Sonntag wünsche ich euch heute noch. Tschüss!